Ja, moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Mafia Definitive Edition hier in der Landkarte. Wir erinnern uns, wir sind nach Chinatown gegangen, um die Volltrottel, die Sarah bedrängt haben, mal ein kleines bisschen aufzumischen. So, wir haben die Tankstelle gefunden, hübsche Landkarte. Schön klein, schön kompakt, tolles Ding. Hier oben gibt es auch noch einen Bereich. Ja, das ist, wow, gibt es also einiges. Und genau das werden wir tun. So, der Pauli wartet auf uns, der Gute. Öffnen wir hier mal die Tür. Billy, it's the guy from the other night. We gotta go. Zack, umgekloppt. Help me over here. Get out. Found you. You're not. Aha. Klopp, klopp. Vorbei mit dir. Autsch. So. Stink. Das war es für ihn. Und mit dem ist auch gleich vorbei. Zack. Schön. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Knopf war das nochmal. Als hier. I go north, you go south. What? Klettern wir hier mal rüber. You go through there. Okay. So. Dann nehmen wir die Kollegen jetzt mal auseinander. Schön. Oh, sieht aber. Ah, hier ist ein Deckung. Ach, die klassischen roten Fässer. Haha. Schönes Ding. So. Grünen Schuss hat uns getroffen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste. Oh, Aim 404. Jetzt mal gucken, ob wir hier... Oh, oh. Ja, das machen wir besser nochmal. Alter Falter. Wo ist denn mein Aim hin? Warum zieht sich das denn so komisch? Na jo, better get used to it. Aha. Da sterben wir. Und dann... Verarscht uns das Spiel noch. Wie gemein. Wie unendlich gemein. Aber gut, diese Halunken werden jetzt richtig schön auseinandergenommen, denn ich weiß jetzt, wo die Deckungstaste ist. Zack. So, das war's dann für den Kollegen hier. Laden wir einmal nach und dann gucken wir mal, was hier unten noch. Plonk. Hauen wir hier den Trigger auch nochmal raus. So. Jetzt haben wir hier alle auseinandergenommen. Jo. Das hat die ganze, den ganzen Spaß hier noch ein bisschen einfacher gemacht. Oh, ein neues Magazin. Hatte doch auch mal eine Shotgun. Kann ich... Wie war denn das nochmal mit angucken? Ach, so war das. Okay, ich habe nur die Pistole. Schade, ich habe nicht die Schrotflinte vom letzten Mal. So. So, mal ein paar Headshots hier verteilen. Oh ja, das ist doch das, was ich haben wollte. Endlich meine Waffe mit ein bisschen Durchschlagskraft. So. Gibt's hier noch was? Erstmal gucken, ob es hier Sachen zum Einsammeln gibt. Nö. Ah, gehen wir hier mal rein. Achso, er ist einfach tot, okay. Feuer! Oh, der Kollege ist tot. Hier gibt's erste Hilfe, das ist immer gut.
Achso, tatsächlich kann man nur ein Gewehr. Ah, okay. Okay, ich habe jetzt gerade nicht so ganz. Ah, die Schrotflinte ist ja kacke. Oh, oh. Das ist doch was Gutes. Erstmal die Pistole ausnehmen und dann mal gucken, auf Kleber-Granate werfen, oder? So. Also die Schrotflinte ist halt gar nicht so geil, habe ich das Gefühl. Nervt mehr, als dass sie geil ist. Was gibt's hier? Und Zigarettenschachtel. Ich laufe hier wie ein kopfloses Sühnchen durch die Gegend. Verteile Headshots. Aha, Messer als Zweitwaffe ist auch eine lustige Idee. Und das alles nur, weil die so ein Mädel angeflirtet haben. Auf eine etwas asi Art und Weise. Oh, come on, come on. Get out of here. Shit, we gotta get to a car, Tom. Oh. Scram. Oh, und dann auch noch so ein schönes Auto. Come on, we can't lose him. Reloading. Ach du Scheiße. Alles klar, die Karre hat also überhaupt keinen Wenderadius. Alter. So careful, Tom. The road's a river. Don't worry, I got this. Alter. Das, was hier so aussieht, als würde die Karre nicht um die Kurve kommen, ist halt auch wirklich so. If you look through the rain, you can see it dripping out the back of their car. Oh. Oh, die Karre kommt nicht um die Kurve. Puh. Ah, Handbremse ist das Mittel der Wahl. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. These guys are gonna regret they ever set eyes on Sarah, huh? So. Come on! Einmal direkt damit durch, ob das gescriptet war. Ich würde ja schätzen, ja. Oh. Alter, dieses Auto fährt sich so scheiße. Das ist ja unglaublich, wie schlecht sich das fährt. Puh. Traumhaft. Boah. Ich hatte gedacht, ich komme hier so cool durch, aber nee. Ich glaube, der richtige Weg ist hier an der Stelle, einfach vernünftig zu sein und sich auf die Straße zu halten, nicht irgendwelche Abkürzungen irgendwo zwischen irgendwelchen Pfeilern durchzuprobieren. Oh. Oh, immerhin heult das Spiel nicht, wenn man ein bisschen weiter von ihm weg ist. Das würde mich ja richtig ankotzen, wenn jetzt irgendwie käme so, Mission fast. Hm. Ja. Da schwebt was. Tja. Und das war's, mein Freund. No, no, wait. Please. Please, I don't want to fucking die, man. Da. Pauli hat's geregelt. You can't feel sorry for these animals. Not like this would plug you if you give them the chance. Ja. You gotta pull the trigger without thinking. Yes, I'm out. This one's finished too. Hm.
Na, was finden wir hier heraus? Oh, Kippchen. Schönes Ding. Und Tommy kommt nicht ganz drauf klar. Snap out of it. You remember what those guys wanted to do to Sarah? Oh. Ja. Ziemlich ungeil. Hey. Get out of here before the bulls show up, huh? Da hat der Tommy doch noch ein Gewissen. Ui. Naja. Das war's dann auch mit dem Kapitel. Die Jungs wurden auseinandergenommen. Und ich würde sagen, da können wir die Aufnahme auch beenden. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag oder was auch immer. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Let's Play Mafia Definitive Edition.